Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. Peter. Wir sind in dieses Räumchen hier eingebrochen und gucken mal, wie wir da wieder rauskommen. Kisten, Säcke, Fässer. Na, das üblich. Rohre und so. Holzkiste. Die Nägel der Kiste stehen schon raus und die Bretter halten kaum noch zusammen. Guck mal, dann nehmen wir doch mal die Zange. Yeah. Mit der Zange konnte ich die verrosteten Nägel aus der Kiste ziehen. Alles, was von ihr übrig ist, sind ein paar Bretter und ein halbwegs erhaltener Nagel. Wie praktisch. So, dann haben wir hier noch die Maschine. Hier wird die Kransteuerung übersetzt. Aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Wahrscheinlich nicht. Das Rad dreht sich immer nach rechts. Aha. Super. Hier wird die Kransteuerung übersetzt. Aber mit gerissenem Riemen funktioniert sie nicht. Bis hoch zum Kran führt dieses armdicke Tau. Ja gut, da haben wir wahrscheinlich jetzt erstmal nichts. Die Tür wird durch die heruntergefallene Ladung blockiert. Okay, aber wir haben Bretter und Nägel und vielleicht können wir uns die Treppe wieder zusammenbauen. Das wäre natürlich mal was. What? Okay. Ja, wir sind eine starke, unabhängige Frau. Wusstest du das nicht? Oh mein Gott. So. Mit den Brettern sollte sich die Treppe reparieren lassen. Siehste, mach die. Ist gar nicht so schlecht geworden. Guck mal. Super ist das. Jetzt können wir wieder hochgehen. Zieh an. Aber es gab eben einen Mechanismus, wo wir was Kleineres als, ein Schloss bei Kapitän. Was? Da bräuchten wir was Kleineres als den Schraubenzieher. Jetzt haben wir so eine Nadel. Ich sollte Lex schleunigst verarzten. Aber wo könnte ich bloß einen Verband finden? Ja, sei mal nicht so ungeduldig. Wir haben zumindest Alkohol. Wo warst du so lange? Und was war das für ein Lärm? Wolltest du den Kahn versenken? Mein Gott. Danke der Nachfrage. Mir geht Danke es der gut. Nachfrage. Mir geht es gut. Dann ist ja wenigstens einer von uns beiden auf der Höhe. Ich bin durch eine mausche Treppe gebrochen und habe die Schiffsmesse gefunden. Und die Mannschaft? Keine Spur. Ich glaube, das Schiff ist verlassen. So? Glaube ich nicht. Ich höre die seltsamsten Geräusche. Und alles scheint sich zu bewegen. Ich denke, wir sollten sofort deine Blutung stoppen. Ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass du vernünftiges Verbandszeug findest. Ja. Vielleicht ist ja doch ein Arzt an Bord. Oder an Bord gewesen. Naja. Naja. Und? Hast du schon was gefunden? Ja. Immer noch nicht. Desinfektionsmittel. Ich habe Desinfektionsmittel gefunden. Sehr gut. Und jetzt muss die Wunde verbunden werden. Ja. Also hier ist irgendwo der Lüftungsschacht. Ja, guck mal. Guck mal, und das können wir bestimmt irgendwie aufschrauben. Jetzt kann ich mir den Lüftungsschacht genauer anschauen. Super. Super, mach das mal. Dämmmaterial. Dämmmaterial kann ich vielleicht noch gebrauchen. Vielleicht. Der Schädelbohrer liegt zu tief im Schacht. So kann ich ihn mir nicht angeln. Ja, das Seltsame Vorstellung, wie man Fische fängt. Ein Schritt näher zur Angel. Aha, okay. Ach so, und mit dem kann man... In seiner aktuellen Form eignet sich der Nagel nicht wirklich zum Angeln. Aber da unten gab es einen Schraubstock. Vielleicht kann man den biegen und dann kann man sich einen Haken machen. Das kann ich mir nicht so angeln. Oh. Oh. Das war die Angel. Oh. Ja, in welche Richtung? Ach hier. Dann hier durch. Tralala. Durch die Tür. Müssen wir wohl doch noch mal nach unten. Hui.
wohl die wilden Kamerafahrten hier. Schraubstock, genau. Dann packen wir den Nagel da rein. Ich habe den Nagel verbogen. Jetzt habe ich einen Haken. Hervorragend. Und dann packen wir den da dran. Petri, heil. Yay. Ja, yay. Yeah. Okay, also wieder nach oben. Dann nach oben. Was ist das, was wir nehmen wollen? Da oben. Hä? Was ist das, was wir nehmen wollen? Da oben? Ein Schädelbohrer. Okay. Vielleicht können wir damit die Tür zum Arztzimmer aufbohren. Ich habe es geschafft, den Bohrer mit der Angel durch den Schacht zu fischen. Wunderbar. Ein Schädelbohrer. Wie unheimlich. Unheimlich. Oh. Okay, dann gehen wir wahrscheinlich am besten zu der anderen Seite, dann zu der Tür. Und gucken mal, ob das funktioniert. Mit dem Aufbohren. Bestimmt. Stimmt. Ich habe das Schloss aufgebohrt. Sehr schön. Jetzt open. Mach mal auf. Na bitte. Es geht doch. Oh, ein Buch. Ein medizinisches Tagebuch. Die letzten Einträge berichten von einem Matrosen, der die Hand gequetscht hatte. Außerdem wird ein Subjekt A erwähnt. Subjekt A springt auf die Behandlung nicht an. Ich werde trotzdem die Dosis erhöhen. Kann sie lesen, um das Buch aufzumachen? Ja. Sie hat den Röntgenblick. Da sind vermoderte Laken und Kittel drin. Sie konnte ja auch durch dieses Kuckloch sehen, dass da hinten der Schädelbohrer lag. Ja. Zahlreiche alte, verkrustete Verbände liegen herum. Hat dieser Doktor versucht, den Menschen zu helfen oder ihnen zu schaden? Das weiß man nicht. Noch ein Buch. Ein Buch über den Körper des Menschen von einem gewissen Herrn Pschyrembel. Lex könnte sich hier reinlegen, aber der Sturkopf sitzt lieber. Bibel. Eine Bibel. Sie ist aufgeschlagen und eine Stelle angestrichen. Wähnet nicht, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Das klingt aber nicht so gut. Sie ist beschriftet. Äther von Kindern fernhalten. Die Flasche ist offen. Das Gas hat sich längst verflüchtigt. Entschuldigen Sie, können Sie mal riechen, ob das hier nach Chloroform riecht? So war mein erstes Licht. What? Verehrter Dr. Juarez, nochmals möchte ich mich für Ihre Hilfe bedanken. Boy, geht es schon besser. Natürlich hoffe ich, dass es nicht zu weiteren Zwischenfällen kommt. Und Volkert hat hoffentlich seine Lektion gelernt. Aber sicherheitshalber habe ich unseren Morphiumvorrat in dem Raum neben der Messe eingelagert, damit wir im Ernstfall schnellen Zugriff darauf haben. Captain Marquez. Ah, ja. So, ein Bettwärmer. Ach, wie schön. Was? Der Bettwärmer sieht wie ein kleiner Ofen aus. So, wie schön. In dieser alten Maille-Schüssel tropft ab und zu Wasser. Man kann das rostende Metall an zahlreichen Stellen sehen, an denen die Emailleschicht abgesprungen ist. Zersprungener Spiegel. Der Spiegel ist zersprungen, aber noch hält das Glas zusammen. Super. Arzttasche. Yay. Yeah. Davon kann ich sicher etwas gebrauchen. Alright. Bestimmt. Da ist ein Verband, eine Nadel und ein dünner Faden in der Tasche. Yeah. Ja, wunderbar. Schranktür. Gibt's noch? Nix. Und hier? Nix. Super. Ja. Bild eines Skeletts. Ein anatomisch korrektes Abbild eines Skeletts. Kannst du gar nicht beurteilen, Nina. Diese Zierlampe ist viel zu unhandlich. Außerdem ist es ja bereits hell im Schiff. So. Schublade. Was ist denn hier? Ah, ein Ledergürtel. Auch schön. Aus
Leder kann man viele Dinge herstellen. Mach mal Auge des Kuckes. Auge des Kuckes? Eine Passage aus Moby Dick. Viele Stunden lag ich wach und fühlte mich übel. Sogar schlechter noch als während der schlimmen Geschehnisse, die mich später ereilen sollten. Schließlich fiel ich wohl in einen unruhigen Schlaf, einen Albtraum. Als ich daraus erwachte, noch halb im Trauma, öffnete ich meine Augen und der vormals sonnendurchflutete Raum war von gänzlicher Dunkelheit ergriffen. So, so. Na dann. Guck mal hier. Ein Bild. Also, Bilder von menschlichen Organen. Was für Organe? Diverse. Bilder von menschlichen Organen. Das gibt es auch oft auf die Radstätte. In Toilettenwändern werden auch Organe. Ja, diverse Organe dargestellt. Ja, so ist es eben. So, jetzt der erste. Können wir den Penner verwandt geben? Ja. Das, der Herr Luthor. Der wer? Lex Luthor. Ah. Lex? Lex! Ja, scheint ihm jetzt doch nicht mehr so schlecht zu gehen. Was macht ihr denn da? Was machst du da hinten? Solltest du nicht besser liegen? Mir ist das hier alles nicht geheuer. So. Also wollte ich das Logbuch lesen. Aber ich war nicht besonders erfolgreich. Was meinst du damit? Ich glaube, der letzte Eintrag war vor ein paar Wochen. Aber ich bin nicht sicher, denn das Deckblatt mit der Jahreszahl fehlt. Außerdem verschwimmt alles vor meinen Augen. Als würde sich das Buch weigern, von mir gelesen zu werden. Jetzt hör aber auf. Dein Verstand spielt dir Streiche. Der hintere Teil ist zudem in Portugiesisch geschrieben. Aber ich sehe kaum noch was und in meinem Kopf hämmert es wie die Hölle. Ich denke, ich brauche ein Schmerzmittel. Ja, ja. Und dann kann ich uns helfen und versuchen, den hinteren Teil zu lesen. Aber... Und? Hast du schon was gefunden? Ich habe auch noch einen Verband gefunden. Na bitte. Damit kann ich die Verletzung richtig behandeln. Ich muss mich eine Weile ausruhen. Ich fühle mich nicht gut. Ziemlich schwach. Vielleicht war es ein Fehler von uns, hier an Bord zu gehen. Wovon sprichst du? Ach, ertrinken wäre wichtiger. Als würde es uns nicht hier haben wollen. Warte. Ich habe noch etwas für dich. Das ist meine Tasche. Woher? Du hast sie gestohlen? Sie ist mir in die Hand gefallen, als wir im Wasser waren. Sie ist mir in die Hand gefallen. Und du bist mir in die Faust gerannt. Ja, ja. Ach so. Ah, nein. Das sollte es auch. Du bist ein verdammter Halunke. Du Arschloch. Ich hätte jetzt wirklich gern eine gute Entschuldigung parat. Aber ich muss passen. Unfassbar. Dieser Mann. Was haben wir denn da drin? Gucken wir mal. Es ist nicht viel, aber immerhin habe ich einen Teil meiner Habseligkeiten wieder. Ein Tier? Notizbuch und ein Bild mit spiegelndem Rahmen. Aha, schauen wir mal. So, gehen wir mal wieder. Ich habe die Schnauze voll. Ich gehe. Was gab's denn noch? Kann man so, mit Schloss, Maschine. Okay, oder ein Schloss vom Kapitän aufmachen mit dieser Nadel? Achso, meinst du oben dieses Kartending? Ich glaube nicht. Na gut. Aber wir können mal gucken, dass wir den Kram reparieren können, vielleicht. Jetzt haben wir ja eine Schere. Genau, und einen Ledergürtel und so Dinge. Und Dinge. Dinge. Und Zeugs. Und Kram. Und so, und dann rennen wir da nochmal runter. Sieht aus wie ein Krankenzimmer. Vielleicht finde ich da drin Medizin für Lex. Aber die Kisten versperren den Weg. So. Ich muss sie irgendwie entfernen. Ja. Bleiben wir schon hier, Anna. Ja, versuchen wir ja. Alzheimer lässt grüßen. So. So, so. Ledergürtel. Der Riemen überträgt die Kraft auf die andere Walze. Yay. Ich fürchte, ich brauche noch einen zweiten Riemen. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Es gibt hier nichts, was ich abdichten oder dämmen müsste. Muss ich vielleicht schneiden? Vielleicht.
Ich sollte es besser in einem Stück lassen und nicht klein schneiden. Na gut. Das war nur eine Idee. Die Walze dreht sich immer nach links. Na so. Ja, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Damit die Kransteuerung richtig übersetzt wird, benötigt sie 2 Riemen. Wir haben nur einen. Das ist aber schade. Speiseplan. Okay. Montag Eintopf, Dienstag Eintopf, Mittwoch Eintopf, Donnerstag Eintopf, Freitag Eintopf, Samstag Eintopf, Sonntag Eintopf mit Erbswurst. Oh, schön. Das klingt hervorragend. Nach sehr viel Abwechslung und so weiter. Ja, was gibt's denn hier noch so? Die verbogenen Türen, da komme ich nicht dran. Hier gibt's was. Hier. Ja, hier sind Säcke. Die alten Säcke sind an einigen Stellen aufgeplatzt. Darin wird Kakao gelagert. Oder was davon noch übrig ist. Ja. Gibt's hier irgendwas Schönes? Vergammelte Sachen. Ich bin eine starke, selbstbewusste Frau. Ich nehme kein Kommando von dir. Da war doch irgendwas. Ah, Tagebuchseite. Genau, das habe ich gesucht. Noch immer zeigt Fiona keine Reaktion. Ich werde Geduld haben müssen. Meine Geduld über den Fraß an Bord habe ich aber schon verloren. Den Eintopf, den dieser Deutsche anrührt, kann ich nicht mehr sehen. Tja. Ey, diese Deutsche, Mann. Echt immer. Schlimm, Boah. Das ist bestimmt der Arzt. Der hat bestimmt nicht was gesehen. Oh mein Gott. Ja. Da ist denn eine Lötstelle. An dieser Stelle wurde das Rohr notdürftig geflickt. Es ist sogar schon etwas undicht. Mit genug Hitze auf diesen Lötpunkt würde hier der Dampf komplett ausströmen. So. Das ist nicht der Zweck. Wenn ich etwas Heißes in dem Bettwärmer hätte, dann könnte ich die Lötstelle vielleicht lösen. Hab ich aber nicht. Da ist nichts zu nähen. Das wäre ziemlich komisch gewesen. Ja, kann man das nähen? Da ist nichts zu nähen. Da ist auch nichts zu nähen. Okay. Aus wie Disco Lights. Disco Lights? Achso. It's a man. Durch den heißen Dampfstrahl sollte ich besser nicht durchlaufen. Komm, aber wenn ich richtig liege, führt diese Tür zu demselben Raum, den ich von der anderen Seite des Schiffes aus sehen kann, gegenüber dem des Arztes. Damit kann man die Geschwindigkeit bestimmen. Wie schön. Was? Wie auch immer. Gibt es noch irgendwas, was wir übersehen? Kann man überall aus dem Fenster gucken? Ja, genau. Der Tisch ist abgeschlossen. Ja, ich bräuchte, da ist nichts zu nähen. Oh, das wollte ich lange machen. Na gut. Achso, da gab es noch den Raum mit der Uhr. Vielleicht haben wir da noch irgendwas. Dann muss ich mal alles angucken. Ja. Fühlst du die Spannung? Spannung. Oh, ah. Oh, noch eine Uhr. Da war eine Kette irgendwo. Aha. Aber wo? Logisch. Klar. Ach so. Die haben wir jetzt mal.
meins hatte. Nehmen. Nehmen. Vielleicht kann ich das Zahnrad irgendwo einsetzen. Ja, das war vielleicht in diese Lücke da. Vielleicht da, wo ein Zahnrad fällt. Gute Idee. Lücke. Das Zahnrad hält nicht einfach so von allein. Ich bräuchte noch Schrauben, um es zu befestigen. Ach so, ja, die haben wir nicht. Oh, dann halt nicht. Aber hier ist irgendwie so ein Tisch voller Zeugs. Ja, aber da aber sind alle sie nichts nehmen. Alle kaputt. Kaputt. Die Kette können wir vielleicht für die Maschine nehmen. Aha. Das wäre natürlich eine gute Sache, finde ich. Ist das eine Lederkette? Nee. Achso. Oder vielleicht doch nicht. Weiß ich nicht. Die Kette könnte mir an anderer Stelle noch hilfreich sein. Ah, ja. Ja, das kannst du nehmen. Leder, ah, ja. Ah, siehst du? Leder ist immer gut. Aus Leder kann man viele Dinge herstellen. Ja, schneiden wir uns. Ich schneide das Leder zurecht. Sehr gut, und dann können wir das nähen. Ich nähe es zusammen. Dann haben wir einen zweiten Gürtel. Super. Hallo. Auf zur Maschine. So funktioniert das also. Ich habe dieses Stück Leder. Wenn ich den schneide und wieder zusammennähe, dann kann ich den nutzen. Was? Aber sie macht es. Ist das halt. So einer bist du also. Okay. Zack. Beide Riemen sind befestigt. Hervor. Ich sollte gleich ausprobieren, ob es nun funktioniert. Super. Das kann man nur von oben probieren. Das kann man, glaube ich, nur von oben probieren. Alright. Aber bevor wir das machen... speichern wir und sehen uns in der nächsten Folge.